Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mass Effect. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg, auf dem Sturm der Sovereign und auf der Vernichtung und Jagd nach Saren, die ja irgendwie nie zu Ende ging. Und wir befinden uns hier gerade auf der Außenhülle, beziehungsweise auf der Innenseite der Außenhülle der guten Citadel. Und müssen uns jetzt hier durchkämpfen. In Richtung Saren. Ich weiß noch nicht gerade, in welche Richtung ich gehen muss. Ob rechts oder links rum. Gucken wir nochmal die linke Seite an. Hier ist irgendwie was. Was ist das denn? Öffnen. Nein, das hätte ich wahrscheinlich machen sollen. Das war nicht so schlau. Ah, wir sind in der... Genau. Wir sind im Rad. Im Ratsturm. Ich habe das Gefühl, ich hätte die andere Seite nochmal abgehen müssen. Naja, jetzt ist es zu spät. Hier gibt es auf jeden Fall Loot. Und speichern ist hier möglich. Hier geht alles zugrunde. Adiop. Mach mal das Schild da weg. Dann treffen wir dich auch. Boom, weg. Alter, ihr schießt immer auf Sachen, die ich gar nicht sehe. Entweder bin ich blind oder... Tschüss. Wenn der runterfällt, greift er mich wieder an. Sehr schöne Idee. Zwei Leute sind noch da. Überall hängen hier die Dinger rum. Mach das weg. Ja, genau. Wir laufen bis zur nächsten Deckung. Finde ich gut. Das war die Deckung. Okay, hier ist keiner mehr. Ob ich jetzt noch Keeper scannen kann? Ich weiß es nicht. Ich erinnere mich noch an die Aufgabe, wo ich die Keeper scannen musste. Vielleicht rettet uns das ja jetzt gleich den Arsch. Wer weiß. Das war jetzt keine wirkliche Nebenmission. Und wir haben dich, Saren. Du steckst in der Falle. Oder auch nicht. Ist da runtergesprungen, 100 pro. Arschloch. Macht er jetzt einen auf Goblin oder was? Ich hatte befürchtet, dass wir es nicht rechtzeitig schaffen, Shepard. Ich musste mich auf dem Weg 100 ihrer Anhänger entledigen. Tut mir leid, dass sie warten mussten. Sie haben verloren, das wissen sie doch, oder? In wenigen Minuten hat die Sovereign die Kontrolle über alle Systeme der Zitadelle. Das Portal wird sich öffnen. Die Reaper werden zurückkehren. Ich gehe jetzt zu dieser Hauptkontrolltafel und Sie können mich nicht aufhalten. Sie haben unsere Begegnung auf Wormaya überlebt. Aber ich habe mich verändert, mich verbessert. Die Sovereign hat mich mit Upgrades ausgestattet. Moderne Hardware kann sie nicht retten. Sie verstehen es nicht, Shepard. In der neuen Ordnung gibt es einen Platz für Organische. Die Reaper brauchen Männer und Frauen der Tat. Leute wie uns. Wer es glaubt. Die Sovereign hat ihren Wert erkannt. Sie haben sie beeindruckt. Unterwerfen sie sich den Reapern, dann werden sie verschont. Schließen Sie sich uns an, dann finden wir einen Platz für Sie. Ich würde lieber sterben, als so zu leben. Dann werden Sie sterben. So wie Ihre Gefährten, wie alle, die Sie kennen und lieben. Wie jeder, den Sie je getroffen haben. Verstehen Sie? Sie werden alle sterben. Die Reaper kann man nicht aufhalten.
Den Proteanern gelang es nicht und sie können es auch nicht. Der Kreislauf setzt sich ewig fort. Die Sovereign kontrolliert sie durch die Implantate. Erkennen Sie das denn nicht? Die Beziehung ist symbiotisch. Organe und Maschine verbinden sich zu einer Einheit von Fleisch und Stahl. Die Stärken beider bleiben, die Schwächen verschwinden. Ich bin eine Vision der Zukunft, Shepard. Die Evolution allen organischen Lebens. Das ist unser Schicksal. Schließen Sie sich der Sovereign an und erleben Sie Ihre Wiedergeburt. Haben wir das nicht schon? Ich würde lieber sterben, als so zu leben. Ich glaube, hatten wir schon. Dann werden Sie sterben. So wie Ihre Gefährten. Wie alle, die Sie kennen und lieben. Wie jeder, den Sie je getroffen haben. Verstehen Sie? Sie werden alle sterben. Die Reaper kann man nicht aufhalten. Den Proteanern gelang es nicht. Und Sie können es auch nicht. Ja, hatten wir alle schon. Der Kreislauf setzt sich ewig fort. So kann ich die beiden eigentlich nie auswählen, das verstehe ich nicht. Ich werde mich nicht mehr mit Ihnen streiten. Bringen wir es zu Ende. Ja. Sie hätten sich der Sovereign anschließen sollen, als Sie die Chance dazu hatten. So, grüner Kobold, jetzt wirst du erledigt. Aber wie? Sagen, du willst sowas von sterben? Ist ja schon fast tot. Upp, und weg. Nee, doch nicht. Sah so aus. Entschuldigung. Hab mich vertutet. Alter. Holt mal Luft. So. Und erledigt. Das ist dein Schicksal, Saren. Von der Glas erspritzt. Er schmilzt. Oh nein. Mir schwant Böses. Mir schwant richtig Böses. Bleibt er tot? Er bleibt tot. Ja. Wo liegt er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Aber er bleibt tot. Ich dachte, er kommt irgendwie so als Husk oder sowas wieder. Vigils Datei hat funktioniert. Ich habe die Kontrolle über alle Systeme. Schnell, öffnen Sie die Arme der Station. Vielleicht kann die Flotte die Sovereign erledigen. Versuchen Sie, einen Kommunikationskanal zu öffnen. Die Destiny Ascension. Hauptantrieb offline. Kinetische Barriere um 40% gesunken. Der Rat ist an Bord. Ich wiederhole, der Rat ist an Bord. Normandy an die Zitadelle. Normandy an die Zitadelle. Bitte sagen Sie mir, dass Sie das sind, Commander. Joker. Haben Sie jemand anderen erwartet? Wir haben den Notruf empfangen, Commander. Ich bin hier bei der ganzen Arcturus-Flotte im Andura-Sektor. Wir können die Ascension retten. Öffnen Sie einfach das Portal an der Zitadelle, dann schicken wir die Kavallerie rein. Sind Sie bereit, Menschenleben zu opfern, um den Rat zu retten, Shepard? Dies ist wichtiger als die Menschheit. Die Sovereign ist eine Gefahr für jede organische Spezies der Galaxis. Der Rat muss zum Wohle aller geopfert werden. Vergeuden Sie die Verstärkung nicht. Halten Sie sie zurück, bis sich die Arme der Zitadelle öffnen. Dann kann die Flotte der Menschen die Sovereign angreifen. Wie lautet der Plan, Commander? Sollen wir reinkommen, um die Ascension zu retten oder uns zurückhalten? Ich vertraue meinem Volk. Öffnen Sie die Portale, Joker. Wir müssen die Ascension retten, um jeden Preis. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie tun, Shepard. Ja, die Menschen wissen, wie man kämpft. Allianzschiffe reinfliegen. Rettet die Destiny Ascension. Wie gesagt, Menschen wissen, wie man kämpft. Darf ich jetzt die Normandy steuern? Wir kriegen Verstärkung. Es ist die Allianz. Der Göttin sei Dank. Mit der Lok in der Mitte, hab ich gar nicht gesehen.
Freunde, ich krieg Gänsehaut. Destiny Ascension, Sie sind gerettet. Ich wiederhole, Sie sind gerettet. Die Zitadelle öffnet sich. Alle Schiffe reinfliegen. Konzentriert euch auf die Sovereign. Sehen Sie nach, ob er tot ist. Bullshit ist er das. Garus, Yara. Okay, der letzte Kampf wird zwischen uns beiden ausgetragen. Sagen. Saren. Die Husk-Version von Saren. Geil. Da sehen wir mal, was kinetische Implantate so davon haben. Ich bin Sovereign und diese Station gehört mir. Hä, wieso ist denn meine überladen? Ich hab noch gar nicht geschossen. Alter, der ist hart. Der ist hardcore. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt sagen muss, aber greift ihn an. Er wird jetzt von der Sovereign gesteuert, wie mir scheint. Dank der ganzen Implantate hätte er das nicht gemacht. Hätte ihn das nicht erledigt. Okay, er ist gestunt. Ich kann es nicht nutzen. Naja, die Schilde haben wir schon mal runter. Das ist schon mal was wert. Die Sovereign wird angegriffen. Natürlich wehrt sie sich. Ganz klar. Muss doch einen toten Winkel oder sowas haben. Wir müssen uns zurückziehen. Negativ. Das ist unsere einzige Chance. Macht das Monster um jeden Preis fertig. Und ich bin auch dabei. Genau, schön am Stunnen hier. Mach weiter so, Liara. Das hält ihn auf und das ist gut. Viel Schaden macht der Gute aber nicht, ne? Töne ich jetzt mal ganz laut. Wer weiß, wo das am Ende endet. Und dann komm her, du. Du Schnulli, du. Irgendwie passiert da nichts mehr. Okay, Liara, was können wir denn noch machen? Stase kannst du machen. Das Warp, Warp ist doof. Mach mal den. Das dauert nur lange. Das alte Krabbelfoot. Komm her. Gleich bist du erledigt und du bist tot. Ich weiß nicht, ob er noch lebt, aber auf jeden Fall hat er sich aufgelöst. Das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen.
löst sich. Haben damit die komplette Sovereign vernichtet. Die Schilde sind unten. Das ist unsere Chance. Feuert aus allen Rohren. An meine Flanke. Wir fliegen rein. Ja, Joker. Du Held. Jawohl. Oh, oh. Los. Oh, oh. Muss ich jetzt noch irgendwie mein Leben rennen? Nee. Schade. Ich hoffe, es haben alle überlebt. Vor allem sehe ich nirgendwo ein Loch in der Höhle. Sie sind jetzt in Sicherheit. Wo ist der Commander? Wo ist Shepard? Was ist denn da? Hat sich was bewegt. Es ist Shepard. Er hat überlebt. Ja. Gut ausgegangenes Ende, sehr schön. Er hat überlebt und er ist glücklich. Botschafter, Captain, Commander Shepard. Wir haben uns hier versammelt, um die gewaltigen Anstrengungen der Allianzstreitkräfte im Krieg gegen die Sovereign und die Guild anzuerkennen. Viele Menschen haben im Kampf ihr Leben verloren, um die Zitadelle zu retten. Tapfere und mutige Soldaten, die ihr Leben bereitwillig hingaben, damit wir, der Rat, überleben konnten. Es gibt kein größeres Opfer und wir teilen die Trauer über den tragischen Verlust so vieler großer Männer und Frauen. Der Rat steht überdies tief in ihrer Schuld, Commander. Wir werden sie nie zurückzahlen können. Indem sie die Sovereign besiegt haben, haben sie Milliarden Leben gerettet. Sie besitzen dank ihrer Überzeugungen Mut und eine rücksichtslose Entschlossenheit zu siegen. Durch ihre Taten sind sie zu einem Symbol für all die Werte geworden, für die die Menschheit steht. Ihre Spezies besitzt einen unbeugsamen Willen, einen grimmigen, grausamen Geist, der sich weder beugen noch brechen lässt. Wir dachten bisher, aus diesem Grund wären die Menschen dickköpfig, wenn nicht sogar gefährlich. Aber nun ist uns klar geworden, dass es diese Eigenschaften sind, die sie stark machen. Uns stehen dunkle Zeiten bevor. Der Rat braucht die Menschheit und ihre Stärken. Als Botschafter der Allianz nehme ich Ihr Angebot an. Die Menschheit wird ihre Stärke mit der ihren vereinen. Wir werden unseren Sitz im Rat einnehmen. Wir brauchen eine Liste potenzieller Kandidaten. Nach allem, was geschehen ist, wird Ihre Empfehlung sicher viel Gewicht haben, Commander. Unterstützen Sie einen bestimmten Kandidaten? Na, da brauche ich gar nicht lange drüber nachzudenken, wen ich nehme, ne? Wir brauchen jemanden mit Mut, der für das gerade steht, an das er glaubt. Jemanden wie Captain Anderson. Ihn? Sie machen wohl Witze. Anderson zieht es vor, seine Fäuste sprechen zu lassen. Du nur bei Ihnen, verraten, Kollege, du nur hast mich verraten. Sind Sie sich da sicher, Commander? Der Captain ist Soldat, kein Politiker. Ich hätte lieber den Captain im Rat als jeden Politiker, den ich kenne.
Der Schatten des Krieges verdunkelt unsere Zukunft. Daher ist es weise, jemanden zu wählen, der militärische Erfahrung besitzt. Ich bin geehrt, Ratsherr. Als Vertreter der Menschen werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um dem Rat beizustehen. Der Kampf gegen die Sovereign hat unsere Illusionen in Bezug auf Frieden und Sicherheit zerstört. Nun wird die Galaxis erwarten, dass wir, der Rat, sie verteidigen. Die Sovereign allein hätte sie beinahe ausgelöscht. Sie hätten keine Chance, wenn die gesamte Reaper-Flotte auftaucht. Es sei denn, ich finde einen Weg, sie aufzuhalten. Shepard hat recht. Wir stehen kurz vor einem Krieg gegen einen Gegner, wie ihn die Galaxis noch nie gesehen hat. Einem Krieg um den Fortbestand des Lebens, wie wir es kennen. Die Menschheit ist bereit, ihren Teil dazu beizutragen. Wir werden nicht weichen. Wir werden nicht aufgeben. Wir führen sie in den Kampf gegen die Reaper. Und wir werden sie zurück in den Orkusnebel treiben. Ein Mensch. Ein Held. Eine Geschichte. Das war's, Freunde. Das war der erste Teil von Mass Effect. Geile Story. Absolut geile Story. Absolut geiles Spiel. Ich fand's, also bis auf ein paar Kleinigkeiten, fand ich es richtig gut. Na gut, die Steuerung an sich war noch nicht so ganz ausgereift. Das habe ich am Ende gesehen, dass das mit dem Deckungssystem alles ein bisschen, naja, schwerfällig, nenne ich es jetzt einfach mal liebevoll, vorangeschritten ist. Und was das Leveldesign angeht, also ist es in diesem Spiel echt viel künstlich rausgeholte Spielzeit. Also es wurde doch irgendwo ziemlich eintönig und es hat sich doch ziemlich irgendwo gezogen, gerade wenn du so lange Wege hattest oder so eine lange Durchstrecke. Und das Spiel hätte man eigentlich um einiges verkürzen können, also das definitiv. Aber nichtsdestotrotz ist es cool, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich liebe die Story ist geil. Also was, da haben die richtig einen hintergesetzt und das schreit nach mehr. Also ich bin echt felsenfest davon überzeugt, dass ich auch die anderen Teile machen werde und ich würde mich ziemlich freuen, wenn ihr auch mit dabei seid, weil es ist geil und die Story geht noch immer weiter. Es gibt noch zwei Teile, die auf uns warten, ne? Teil 2 und Teil 3, selbstverständlich, versteht sich. Und es wartet irgendwann vielleicht auf uns auch noch Andromeda. Das ist ja der neue Teil, der demnächst rauskommt, also es wird da noch nicht raus sein, wenn diese Folge hier erschienen ist, beziehungsweise wenn dieses Let's Play durchgelaufen ist. Aber es wird geil. Ich freue mich drauf. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Und es wird mit Colonel Shepard weitergehen. Komme es, was es wolle. Da führt kein Weg dran vorbei. Und ja, wir lassen so diesen Abspann hier einfach durchlaufen und sehen natürlich mal wieder, wie viele Leute an so einem Spiel tätig sind. Na, obwohl hier Programmierung, Grafik nur 3 Leute, Audioprogrammierung nur 4 Leute. Das geht eigentlich, ne? Stellvertretende künstlerische Leistung, also das ist ja, ne, also auch die Charaktere und das, was halt, wie die aussehen, die Erfindung dieses Universums einfach klasse. Also da steckt richtig, richtig, richtig viel Potenzial hinter. Und wie gesagt, mal schauen, was Andromeda so bringt und wo dieses ganze Franchise noch am Ende endet. Puh. Ja, wir haben es geschafft. Das ist doch eine geile Nummer, oder? Ich freue mich tierisch. Ist echt klasse. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Mass Effect
2 direkt dran hänge oder erstmal was zur Abwechslung mache und dann später Mass Effect spiele. Ich habe ja auch noch eigentlich Dead Space 3 offen. Das muss ich ja auch noch irgendwann spielen. Das ist ja auch noch nicht aus der Welt. Ich muss mir das noch überlegen. Das ist auf jeden Fall ein Spiel, das darf ich auch auf keinen Fall unter den Tisch fallen lassen. Da freue ich mich auch schon echt tierisch drauf. Ach ja. Wir haben es geschafft. Hier haben wir nochmal die Leute, die den ganzen, die ganzen Leute gesprochen haben. Kimberly Brooks, Anderson, Joker, Jeff Moreau oder so ähnlich. Ne? Edmund, Stephen Hackett, Jesus Soul, da sind sie alle, die ganzen Synchronsprecher. Ne, weitere Sprecher haben wir ja auch noch. Hayden, der arme Mann, der sein Leben geben musste, um uns zu retten, um die Welt zu retten. Eigentlich der Einzige in dem Team, der gestorben ist, ne? Merke ich gerade. Der sich geopfert hat. Beziehungsweise den wir opfern mussten. Uns wurde ja die Entscheidung aufgedrängt, ihm den Tod zu übergeben. Aber der Tod war nicht umsonst. Ja, und so langsam denke ich, werde ich mich jetzt auch verabschieden. Und die Folge ist jetzt auch schon 30 Minuten lang mit diesem Abspann. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt verabschieden. Und es läuft noch auf dem anderen Slot, läuft ja immer noch Lord of the Fallen. Ein bisschen. Mal gucken, wie lange noch. Und ja, ich freue mich drauf, euch wiederzusehen. Und das beim nächsten Mass Effect. Jetzt gucken wir uns mal das Marketing an. Meine Güte, ey, was ist denn da alles noch? Artwork Community, Marketing Manager, Assistenz, Product Manager, Public Relations, Netz. Guck mal, noch die großen Leute, ey, leitende Entwicklung, Finanzen und Verwaltung. Also wenn das Spiel zu teuer war, könnt ihr euch an denen wenden. Na, hier verwandten für die Finanzen und Zahlungen, könnt ihr das Geld auch gleich selbst fordern. Nein, also ich glaube, das ist sein Geld wert. Also teuer ist das Spiel ja mittlerweile nicht mehr. Hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und ja, trotzdem würde ich mich jetzt gerne verabschieden, aber ich möchte eigentlich den Abspann noch wissen, ob da noch was nachkommt. Es ist immer so, es ist mittlerweile immer so gang und gäbe, dass bei Spielen, beziehungsweise hauptsächlich eigentlich bei Filmen, dass da immer noch so kein Schmankel am Ende kommt. Ich weiß nicht, ob Mass Effect da schon so weit war, aber ich möchte es irgendwo auch nicht verpassen, wenn da noch was kommt. Projektleitung, das hatten wir doch alles schon. Oder? Oh, das ist jetzt nicht. Ganz wichtig. Tom Lin. Mhm. Yang Li. EA-Partner. Production. David Lee. G. Michael Doran. Michael Dorn hat die Beine gesehen. Wo wir ja bei einem anderen geilen Science Fiction wären, aber viele Namen. Qualität Assessments. Ist das das? Keine Ahnung. Naja, ich laber mich hier sowieso momentan unter Kopf und Kragen, weil ich einfach wissen will, wie das hier zu Ende geht. Und es kommen immer mehr Namen und es hört gar nicht auf. Ja, was soll ich sagen? Also wie gesagt, Mass Effect 2. Wann spiele ich Mass Effect 2? Ich weiß es nicht. Überlege es mir echt noch. Ich glaube nicht, dass ich es einfach um ein bisschen Luft zu holen, werde ich es jetzt nicht direkt dranhängen. Sondern ich denke, später nachlegen. Ich glaube, ich werde erstmal irgendwas dazwischen hauen. Vielleicht irgendwas anderes. Na, vielleicht werde ich auch mal den Slot wechseln. Ich habe da noch so einige Sachen mir letztens rausgesucht, was ich demnächst spielen werde oder vorhabe zu spielen. Und ich habe auch noch so ein Projekt im Auge, was ich gerne in Anspruch nehmen möchte. Da müssen wir nur mal die Zeit dafür finden, dieses zu spielen. Wäre auf jeden Fall schön, wenn es klappen würde. Würde mich freuen. Na, so ein kleines Nebenprojekt zu meinen aktuellen Sachen. Aber, oh, ich glaube, ja,
Einen ganz herzlichen Dank gebührt unseren Familien und Freunden, den Unterstützern und Geduld es möglich, uns ermöglichte, nach den Sternen zu greifen. Ich glaube, die Geduld war bei diesem Spiel wirklich, wirklich nötig. So, Abspann ist vorbei. Ladebildschirm. Und yay! Es geht wieder von vorne los. Gut, dann werde ich euch jetzt nicht lange auf die Folter spannen und euch auch nicht lange weiter belästigen. Werde dieses Video jetzt hier abbrechen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal, beim nächsten Let's Play auch dabei. Bis dahin sage ich tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bye.